herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir. Ich bin Clara und ich habe die Choreografie zu Warum feiern wir nicht gemacht. In der Version von You See gibt es in der Bridge das Vaterunser in verschiedenen Sprachen. Und hierfür möchte ich euch in diesem Video das Vaterunser in Gebärdensprache zeigen. Ihr könnt euch das dann einzelne Teile rauspicken, es im Chor verteilen oder einen Solisten das Vaterunser in Gebärdensprache beten lassen. Ich denke, das ist eine coole Idee. Es geht ums gemeinsam Feiern und so können wir noch mehr Leute mit zu uns in die Musik und in dieses Lied bringen. Ich fange an und werde Schritt für Schritt die einzelnen Gebärden mit euch durchgehen und am Ende beten wir es einfach einmal gemeinsam. Wenn ihr bei irgendeiner Gebärde hängt, macht kurz Pause, schaut es euch nochmal an und wiederholt es einfach so oft, bis die Gebärden für euch normaler werden. Wir fangen an mit dem Vater. Wir nehmen also die rechte Hand, gehen an die Stirn und dann ans Kinn. Das ist die Gebärde für Vater. Unser, dann nehmen wir den Finger nach oben und machen ihn einmal im Kreis. Und dann kommt im Himmel. Und da das nicht der Himmel, der ganz normale ist, wo die Vögel rumfliegen, sondern der dreieinige Gott ist im Himmel, nehmen wir die drei Finger nach oben und machen dann den Himmel als Fläche über unserem Kopf. Die drei Gebärden zusammen. Vater, unser, im Himmel. Weiter geht's mit geheiligt. Dann nehmen wir zwei Finger zusammen und machen auf der rechten Seite ein Kreuz. Geheiligt. Und dann kommt werde dein und damit ist Gott gemeint, deswegen zeigen wir zu ihm nach oben. Geheiligt werde dein Name. Die zwei Finger wieder und wir streichen zweimal über unsere Backe. Das ist Name. Also nochmal, geheiligt werde dein Name. Dann kommt dein Reich, wir zeigen wieder dein. Das Reich ist ein flacher Kreis über unserem Kopf. Dein Reich, weil es das Himmelreich ist. Komme. Wir ziehen es zu uns nach unten. Ich wiederhole das nochmal. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Dein ist wieder das Gleiche. Wir zeigen nach oben. Der Wille, da machen wir unsere Finger so zusammen auf den Daumen und legen das an unser Kinn. Dein Wille geschehe. Nehmen wir die Faust durch unsere andere Hand und öffnen die Finger. Ich mache das Ganze nochmal langsam und drehe mich dazu vielleicht auf die Seite. Der Wille geschehe. Das Ganze zusammen. Dein Wille geschehe. Dann kommt wie im Himmel, so auf Erden. Wie, das wird auch nochmal kommen, sind die Zeigefinger nach vorne gestreckt und die werden zweimal gegeneinander geklopft. Wie im Himmel ist es wieder die drei Finger über den Kopf. So machen wir zwei Finger nur, weil wir kommen auf die Erde, fahren nach unten und machen den Kreis für die Erde. Das Ganze wie im Himmel, so auf Erden. Dann kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Unser hatten wir am Anfang schon mal, das ist genau das gleiche wie wir, das kommt öfter, der Kreis. Unser tägliches, da zählen wir mit unserem Finger die Tage, unser tägliches Brot. Stellt euch vor, ihr habt ein Brot in der Hand und ihr zerreißt es. Einmal nur drehen, nicht auf die Seite, sondern nur vor euch drehen. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Heute ist einfach jetzt und hier, wo wir stehen. Wir machen das Ganze nochmal alles zusammen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt geht's weiter mit und vergib uns unsere Schuld. Vergeben, dann nehmen wir unsere beiden Hände, die rechte nach oben vors Gesicht, die linke vor die Brust und wir reißen die Schuld von uns weg. Und vergib uns unsere ist wieder der Kreis. Und für die Schuld lassen wir unsere Hand genauso und legen sie auf unser Herz und zeigen nach schräg oben. Alles zusammen. Und vergib uns unsere Schuld.
wie auch wir, wir und uns ist wieder die gleiche Geste, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, da machen wir wieder die Schuld und setzen dann eine Person mit dazu. Das hier ist dann die Person. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt kommt und führe uns nicht in Versuchung. Dann nehmen wir die rechte Hand und greifen den linken Arm und die führt uns auf die andere Seite. Führe uns, ist wieder der Kreis, nicht ist eine Nein-Geste und Versuchung. Da stellt ihr euch vor, ihr seid bei Hänsel und Gretel, die Hexe, und versucht Hänsel und Gretel in das Haus reinzulocken. So die klassische Geste. Und schaut aber hier ruhig so ein bisschen, ja, wie wenn ihr jemand zu euch locken wollt. Also das ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse. Dann nehmen wir die Finger zusammen und gehen dann auf. Erlöse uns von dem Bösen. In dem Fall haben wir hier in der Faust das Böse und wir lassen es fallen. Das ist der ganze Ballast, den wir mit uns rumschleppen. Sondern erlöse uns von dem Bösen, das machen wir jetzt nochmal. Also, sondern erlöse, wir gehen auseinander, uns von dem Bösen. Jetzt kommt, denn dein ist das Reich. Dein ist wieder Gott und das Reich ist wieder das Himmelreich, der Kreis über dem Kopf. Dein ist das Reich und die Kraft, da zeigen wir unsere Muskeln an den Armen. Und die Herrlichkeit, da ist das Gesicht vor allem wichtig. Wir machen hier nach oben auf und dann strahlen wir so, wie wir können. In Herrlichkeit, in Ewigkeit. Da kreisen wir die Arme umeinander. Kennt ihr, wenn man das Däumchen drin in groß. Und zum Abschluss kommt Amen. Da falten wir unsere Hände und schließen so das Gebet. Das waren die ganzen Gebärden fürs Vaterunser. Jetzt machen wir das Ganze nochmal am Stück durch und wir sprechen laut mit. Ihr könnt später auch leise mitsprechen oder nur die Lippen bewegen, aber in der Gebärdensprache ist es üblich, dass der Mund mitbewegt wird und es hilft euch auch enorm, dass ihr nichts vergesst und auch einmal ganz durch das Gebet durchkommt. Los geht's! Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hey, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. In der Infobox unten gibt es noch weitere Infos und Videolinks. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch super gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir würden uns total freuen. Oder schreibt uns einen Kommentar, dann können wir uns ein bisschen mit euch connecten. Und damit ihr kein Video verpasst und immer up to date bleibt, abonniert doch gerne unseren Kanal. Be blessed!